So, da sind wir wieder. Dann werden wir mal weiter mit den Zeiträtseln machen hier. Erstmal hier nach Schaltern gucken. Gibt's keine und dann müssen wir hier das Zeiträtsel starten. Wo sind wir jetzt gelandet? Das ist gar nicht gut. Das ist weniger gut. Ja, genau, bleibt so stehen. Aua. Nein, das war schlecht. Das ist doch schlechter. Ah, genau, geht weg. Nein. Das ist jetzt doof hier. So. Hier rum zu tanzen und gegen die blöden Untoten. Ganz da oben so eine Krexe im Weg war. Eisfall. Hat jemand gerade Hunger? Nein, weil sie ist mit einem Schinken überladen. Jetzt ist sie mit dem Schinken überladen, er ist nicht überladen. Gut. Ich höre schleimige Geräusche wie von einer Schnecke. Sehe aber jetzt keinen Gang bis jetzt. Ach ja, das kenne ich auch noch. Das Secret, das wir jetzt so finden, ist ein bisschen gemein. Aber das werden wir auch noch hinkriegen. Jetzt öffnen wir erst einmal hier die Tür. Und ja, ich gehe jetzt nicht jetzt landen wir wieder nämlich hier in dem Raum. Das ist nämlich alles miteinander verbunden. Und porten uns hier hoch. Jetzt gehe ich mal kurz zurück in die Etage drüber und touch mal schnell den blauen Kristall an. Genau den hier. Gut, jetzt sind alle wieder voll geheilt. Das ging nämlich schneller als schlafen, vor allem bis sie ihr Mana wieder hat. Und bis ja, wir geschlafen haben, also wieder die Zeiträtsel. Hier nicht runterfallen. Was macht hier eine Wand auf? Und ein Streitkolben, den wir gerade runtergeschmissen haben. Wir können gleich mal hinterher fliegen und uns den Streitkolben ansehen. Ja. Ein Noffer Mace, also ein Zuschlagkolben. Attack Power 14, Geschwindigkeit 11. Der hier hat Attack Power 12. Okay. Jawohl, mit dem dürften wir viel besser treffen. Auch damit haben wir eine Treffergenauigkeit von 12, nicht mehr von 7. Sehr schön, aber jetzt sind wir wieder hier runtergefallen, was nicht so gut war. Nimm du mal das Ding hier und dann porten wir uns gleich wieder hoch. Genau. Time and Tide war hier, gell? Ja. Und dann geht's hier lang weiter.
gucken, ob es hier noch irgendwo einen Schalter gibt. Ja, Tatsache. Und da war ich zu langsam. Das Wurfmesser wollte ich ihm doch gleich in die Hand geben. Was mache ich? Ich laufe einfach los. Ja, aber was soll's. So fahre ich wieder runter und muss alles einfach normal machen. Wieder eine Fackel, die ausgeht. So. Hätte ich die Fackel werfen sollen. Ach, dadurch ist die Tür aufgegangen. Oh, das war zu früh. Ja, ich weiß. Ich war so sehr jetzt auf die Tür konzentriert, wie viel... Oh Gott, sie hat fast gar nichts mehr an Leben. Sollten wir schnell mal kurz ein bisschen hochheilen. So. Das dürfte reichen. Gehen wir wieder hier lang. Genau. Und finden ein Secret mit einer Schnecke. Und machen gleich einen schönen Crit mit dem neuen Streitkolben. Und alle sind überladen. Gut, jetzt nicht mehr. Und hier geht eine Wand auf. Mal gucken, wo uns die gleich hinführt. Frostbombe. Lederstiefel. Die machen Protection plus 1 und Dexterity. Nein, soll sie behalten. Nimm lieber du und dann bleiben die Sandalen halt hier. Falls nach uns einer kommen sollte, kann er die Sandalen von mir aus haben. Dann gucken wir mal, wo es hier lang geht. Sie ist mit einem Kraut überladen. Okay, was bleibt hier? Was wiegt denn zu viel? 3,2 Kilo, 4 Kilo. Bleibt die Battle Axe mal hier. Und jetzt sind wir auf der Seite angekommen. Können wir hier aufmachen. Und finden die nächste Rolle. Und ich glaube hier irgendwo. Habe ich mich vertan? Ach, da drüben. Da drüben ist der Rätselraum. Okay, da müssen wir noch mal zu den Rätseln. Da habe ich mich vertan. Und zwar... Hier rein, gell? Trails of, ja, Gedankengänge. Wir müssen noch mal hier durch. Entschuldigung dafür, aber... Da habe ich was, vergessen gehabt. Das reicht schon. Ah, hier, genau. Und dann können wir hier schnell runterspringen. Haben eine Armbrust gefunden mit Bolzen.
Können wir die jemand anderem geben, ohne dass sie dann dadurch überladen ist? Ja, und die Bolzen. Lassen wir die Machete zum Dank da. So. Huch. Das ist neu. Wo kommt ihr her? Schöner Backstep. Und ich höre noch eine zweite Truppe Legionäre hier rumlaufen. Auch wie fällt sie sich auf die Flanke? Genau hier. Ah, die ist perfekt stehen geblieben und auch nicht. Jetzt habe ich nicht mehr genug Energie. Muss ich noch mal einzufrieren. Jetzt muss der Speer hinhalten. Und Talisa und Lana haben ein Level abbekommen. Und Brennery auch eins. Und noch eine Heilpflanze, sehr schön. Jetzt mal gucken, das ist nicht das einzige, was aufgegangen ist. Ist hier was? Nö. Diese Fallgrube hier. Ja, irritiert mich irgendwie ein bisschen. Hier auf der Seite auch was aufgegangen. Ja, jetzt ist die Fallgruppe offen. Aber bevor wir da runterspringen, mache ich kurz mein Level up. Unarmed Combat Kick, genau. Daggers. Ice Magic. So. Und hoffe, dass da unten nichts ist, was mich gleich rumbringt. Nein, nur ein alter Apparat. Puh. Und das hat mich einfach wieder hier hoch teleportiert. Wow, na das war mal ein Rätsel. Also ganz ehrlich, da muss ich wieder sagen, Hut ab an den Modmacher. Das war nämlich was richtig Neues. So, und jetzt haben wir diese Schriftrolle. Aber nicht vergessen. Aber nicht vergeben, besser gesagt. Nein, bei den Katakomben passt das sicher nicht. Ah ja, Verbrechen vergessen, aber nicht vergeben. Genau. Als nächstes würde ich sagen, nehmen wir die Katakomben. Das heißt, noch mehr Untote. Wie viel Magie haben wir noch? Na, nicht mehr so viel, also schlafen wir lieber mal vor dem Teleporter. Ich kann mich daran erinnern, dass es einige Sequels in den Katakomben gab. Mal sehen, wo die jetzt versteckt sind. Also los. Genau. Wow, das war ein Kick. Dein Jab, heiliger, macht... Also mein Brenwyr macht einen Haufen Schaden mit seiner Faust. Das ist ja... Er hat mehr Attack Power mit seiner Faust und mehr Accuracy, also mehr Treffsicherheit, als mein Keulenkämpfer. Heiliger. Gucken wir uns hier erstmal um. Ich höre nämlich noch mehr Skelette. Mehr Legionäre. Das war ein schöner Kick.
Okay, mit seinem normalen Faustangriff macht er kaum Schaden. Dafür haben wir jetzt die beiden eingeeist. Aber ich höre nochmal zwei. Oder mindestens einen. Und hallo Jungs. Nein, da treffe ich nichts. Edge Badge. Das war ein Satz für nichts. Und ich habe gemerkt gerade, dass mir auch die Energie ausgegangen ist. Und ja, Nahkämpfer und Schurken brauchen halt die Energie, ihre Energie für Spezialangriffe. So, jetzt gucken wir uns aber hier erstmal fertig um. Da ist schon mal eine Druckplatte, auf der was drauf ist. Gucken wir uns erstmal ordentlich hier um. Ob hier noch was ist. Hier ist auf jeden Fall ein Stein auf der Druckplatte. Den können wir schon mal runternehmen. Und sie wieder überladen. Ach, was lässt sie jetzt mal da? Der wiegt fast nichts. Die wiegen zusammen 12 Kilo, die Steine. Die nur 4, die nur 10. Die Bomben wiegen einiges. Ja, die Handaxt, die kann da bleiben. Was machst du? Ah, du hast eine Horde frei. Was heißt eine Horde? Ein Trupp. Und Tarion hat ein Level abgekriegt. Das ist gut. Und er hat verfehlt. So. Tarion ist erstmal was und dann kriegst du wieder mehr auf Maces. Da kriegst du schon mal ein Vitality mehr, das heißt mehr Lebenspunkte bei Level Ups. Und die Wand, wo die Legionäre rausgekommen sind, ist wieder zugegangen. Deswegen drücken wir nochmal den Knopf. Finden ein Ledercap. Werden hier drin eingesperrt. Und kommen mit dem Schalter wieder raus. Und ich merke gerade, ich habe schon wieder viel zu lange. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.